Hi Leute und willkommen zurück bei Dark Souls Remastered hier in Olasil. Nachdem wir im letzten Part den Artorias besiegen konnten, sind wir hier am Leuchtfeuer. Ich habe gerade nochmal abgespeichert, deswegen brauchen wir das nicht nochmal. Und ich habe mir gerade überlegt, in dieser Sekunde, ich werde jetzt nochmal das Kristall-Balderschild ausrüsten. Das war so gut, das hat richtig gut abgewehrt, deswegen habe ich es angefertigt. Und damit werden wir jetzt gucken, dass wir hier Olasil nochmal erkunden. Der ein oder andere war ja schon mal hier im Livestream mit mir zusammen. So, guckt mal in die Flucht. Take this one. So, jetzt haben wir erstmal hier den Platz hier freigeräumt. Können wir erstmal schauen, ob hier irgendwas Nützliches rumliegt. Aber nope, nope, nope. Nichts zu sehen. Ja, hier ist eine schöne, schöne Abkürzung. Da kommen wir leider noch nicht runter. Da werden wir später noch die Möglichkeit haben, es freizuschalten. Alright. Okay. Hier ist nichts. Dann gehen wir die Treppe runter. Und so kann es gehen. Guckt euch diesen Schädel an. Wie abgefahren sieht das aus? Unglaublich. Okay. Das passiert. Da müssen wir nochmal ran. Wer hat denn hier sein Zeichen? Da ist einer irgendwie von hier oben auf die Wand gesprungen. Sag mal, geht's noch? Das versuche ich jetzt auch. Einmal noch, dann gehen wir weiter. Bisschen Spaß muss sein. Da, geschafft! Jawohl. So, okay. Haben wir es auch. Wir müssen uns jetzt erstmal die Seelen wiederholen. Ja, das waren ja immerhin, ja, sagte er und starb fast. Schön. Leute, ihr seid mir ein bisschen zu aggro gerade. Und er lebt noch. Wieso lebst du noch? Weil er noch ein Müh an Energie hat. Ja, schön getimt. Ach, hätten wir natürlich oben auch mal hier das Leuchtfeuer ein bisschen aufwerten können. Jetzt haben wir gerade mal 12. Aber wir haben auch gar keine Menschlichkeit mehr. Fällt mir gerade auf. Schade eigentlich. Mehr als schade. Ja, Menschlichkeit ist irgendwie Mangel. Das liegt daran, dass ich die immer schön verballert habe, damit wir immer schön hier mit... Ups. Da sind wir ja schon. Damit wir hier immer schön mit rotem Körper rumrennen. Ich mich immer wieder menschlich gemacht. So, vielleicht muss man denn da hinter mir rum. Und droppst du wenigstens deinen Hut? Nein.
Aber ich glaube, wir finden ihn nochmal später. Hauptsache, wir haben die Seelen wieder. Guck, da ist er doch. Der hat doch hier eben schon rumgeknuspert. Und gute Nacht. Einmal die Seele. Und weiter geht's. Jetzt überlege ich gerade, können wir hier runter? Müssen wir hier runter? Ich gehe erstmal hier lang. Da wartet doch schon der Nächste auf uns. Wir nähern uns mal von hinten. Eine große Scherbe, na also. Wer sagt's denn? So, hier ist aber Ende Gelände, ne? Also könnten jetzt... Sorry. Könnte jetzt hier runter, aber da oben ist noch ein Item, das holen wir uns mal eben kurz. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das vielleicht wichtig ist. Ich glaube zwar nicht, aber selbst wenn es eine große Scherbe ist, nehmen wir sie mit. Ja, soll nichts liegen lassen hier. Können nämlich hier runterspringen. Zack. Da ist einer runtergefallen. Klick nochmal an. Blutfleck. Da läuft er. Er läuft. Und? Wo läuft er hin? Da hat er den Sprung verpasst. Ja, das passiert. Das kann passieren. Und jetzt kommen wir in einen Bereich, wo Magier sind. Deswegen rüste ich jetzt mal kurz das Wappenschild aus. Damit wir hier deren Zauber abwehren können. Genau den meine ich. Und ihr habt gesehen, selbst das Wappenschild, was hier 80% abwehrt, da ist die Ausdauerleiste schon am Ende. Ja, schön, danke. Fuck! Da springt er wieder runter. Ich fass es nicht. Kommst du nicht wieder hoch? Ich hoffe, der kommt wieder hoch. Denn er rüstet jetzt mal die große Verbrennung aus. Tut aber nicht. Nein, jetzt warten die beiden da unten. Das ist. Eine Verzeihungsmaske. Ja, da unten ist eine Kiste, da würde ich gerne hin. Hör auf! Okay. Das ist nochmal gut gegangen. Wir öffnen die Kiste und was ist drin? Genau die finstere Kugel. Das ist doch für unseren Pyromanten hier genau das Richtige. Ja, die ist nämlich genauso stark wie die große Kugel, wenn nicht sogar stärker. So, hier ist Ende. Ja, das hat sich gelohnt. Das muss man mitnehmen hier. Die finstere Kugel. Es gibt auch noch eine finstere Flamme. Die werden wir uns auch noch besorgen. So, und jetzt haben wir hier... Moment, das war doch die Stelle. Genau. Hier können wir wieder die Sonnenlichtmade benutzen. Und dann öffnet sich hier der Geheimgang. Und dann nehmen wir hier den Silberanhänger. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann ist dieser Silberanhänger vertreibt Dunkelheit. Lass uns mal kurz hier lesen. In den Silberanhängern ist das Wappen von Artoris eingraviert. Er ist ein uralter Schatz.
Kommt hier einer runter? Tatsache. Ich glaub's nicht. Alter, wo kamst du denn her? Gott sei Dank hat man das gehört. Also, nochmal. Silberanhänger. In den Silberanhängern ist das Wappen von Artorias eingraviert. Er ist ein uralter Schatz aus Anor Londo und wurde Artorias verliehen, weil er sich dem Abgrund stellte. Der Anhänger schützt vor der Finsternis des Abgrunds, besonders in ihrer magischen Form. Ich bin gerade nicht so sicher, was der Anhänger bedeutet. Also wer das jetzt weiß, der kann es gerne in die Kommentare schreiben, ansonsten gucke ich nochmal nach. Aber ich meine, der könnte beim letzten Bosskampf hier helfen, dieser Anhänger. Das finden wir noch raus. Wir gehen erstmal weiter. Versuchen nicht abzustürzen wie der von eben. So, und hier die Truhe, man sieht's, die bewegt sich. Oder? Ja, da sieht man's. Also, gefährlich. Sollten wir schnell töten. Und da nehmen wir eine sehr gute Maske. Ja, diese Masken, die kann man ausrüsten. Und wenn man dann sie ausgerüstet hat oder sie angezogen hat und dann, ich glaube, X drückt, dann hat man hier wirklich akustische Laute, die dann sagen, thank you, zum Beispiel bei der Danke-Maske oder well done bei der sehr guten Maske. Sowas in der Richtung. Nette Idee, finde ich. So, wer grunzt hier rum? Da ist einer hinter der Ecke. So, und da ist noch einer mitten auf der Brücke. Ah, Mann, echt, jetzt kommt, wir locken den mal an. Können wir den anlocken? Das war gut, er kommt, denn man hört es schon im Hintergrund. Jo, was ist mit dir los? Man hat es im Hintergrund schon gehört. Man wird hier auf der Brücke beschossen, aber durch unser Wappenschild sind wir eigentlich ganz gut in der Defense. Oder man rollt sich einfach durch, das geht auch. Nix da. Gefahr gebannt. Weiter geht's. So, die Estos neigen sich dem Ende zu. Ich hoffe, wir kommen hier noch durch. Und da springt einer runter. Hallo, wo kommst du her? Oh. Okay. So, seht ihr diesen Verrückten da hinten? Ich muss mal einen Schluck trinken. Hallo, was ist hier los? Der hat doch nicht alle Latten am Zaun, oder? Und ihr ahnt es, Freunde. Wir müssen dahin. Denn der hat einen Schlüssel. Beziehungsweise der bewacht eine Kiste. Da ist ein Schlüssel drin, der uns den Zugang zum Schmied gewährt. Den müssen wir haben. Denn der Schmied, der hilft uns. Später noch.
Und um seine Hilfe zu bekommen, müssen wir ihn natürlich erstmal erreichen. Das geht nur mit dem Schlüssel. Also nichts wie hin. Ist hier irgendwas? Nö, hier ist nichts. Oder ist hier unten irgendwas noch? Nein. Da hinten ist noch eine Kiste. Stimmt. Die Situation hatte ich schon mal. Da dachte ich ja, wie kommt man denn hier rein? Muss man hier wieder diese Marder anziehen? Tatsache. So, ich hoffe, die bewegt sich nicht. Scheint nicht so. Ein roter Brocken. Na gut, wir wollen uns nicht beschweren. Die sind relativ selten im Spiel. Dann nehmen wir die mit. Aber jetzt brauchen wir die Made, glaube ich, nicht mehr. Und jetzt müssen wir hier zu diesem Verrückten runter. Ja, mal gucken, wie lange du noch lachst. Oh, tschüss. Genau, das war der Wappenschlüssel. Den brauchen wir für den Schmied. Hallo, Glied. Okay. Nicht übermütig werden. Prompt kriegt man einen mit. So geht das. So, hier geht's runter. Und dann haben wir es fast geschafft zur Abkürzung. Und ich denke, das werden wir auf jeden Fall noch hinkriegen jetzt. Es sind nur noch ein paar Meter. Einmal noch hier auf den Vorsprung. Und dann werden wir einfach laufen. Da wollte er uns doch schon erwischen. Habt ihr das gesehen? Was für eine hinterfotzige... Suppe. So, und damit ist aber hier die Abkürzung freigeschaltet. Und ich würde sagen, wir tanken jetzt nochmal auf. Wir tanken jetzt nochmal richtig auf. Machen das Feuer hier auf 20. Und dann ziehen wir das hier durch. Ich pfeife mir jetzt die Menschlichkeit hier rein. Die Doppelmenschlichkeit, die wir gerade gefunden haben. Na komm her. Wo bist du? Durch ganz unten ist klar. Halleluja. So. Aber ich glaube, wir können das nur auf 15 schalten momentan. Wir brauchen noch eine Menschlichkeit. Aber 15 ist besser als 6. So, und jetzt muss ich mal kurz schauen. Habe ich eigentlich den schon erledigt? Ich sag euch gleich, was ich meine. Tatsache, hier den Händler. Ja, den habe ich schon ins Jenseits verabschiedet. Gut, dann werden wir unsere Menschlichkeit woanders kaufen oder einsammeln. Wir nehmen jetzt die Beine in die Hand und rennen direkt zur Abkürzung. Leute, bleibt mal ruhig oben.
Und ja, da hinten liegt noch eine große Seele, aber warum sollten wir uns jetzt dem Risiko aussetzen? Ansonsten liegt hier nichts Wichtiges mehr. Wir gehen also weiter. Und... Oh mein Gott! Oh, sorry. Atomnieser! Okay. Hat er noch was gedroppt hier? Eine große Scherbe, danke. Ist doch nicht so unnütz, wie du aussahst. So, den Kollegen haben wir auf Temperatur gebracht hier. Zwei Magier. Ja, Leute, geht's denn noch? Nope. So. Es läuft bisher ganz gut, würde ich sagen. So kann es weitergehen. Es ist noch ein bisschen hier am Spiel. Hallo, hallo, hallo. Oh, wow, 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 okay. Der hat die Feuerflamme einfach ignoriert. Okay, ich wollte eigentlich... Muss ich hier tatsächlich das Schild wechseln für den Kollegen hier? Er ignoriert die Angriffe. Mann! Lederstulpen. Naja, gut. Etwas Unnützeres hätte er auch nicht droppen können, oder? Lederstulpen. So. Wir haben noch schwarze Bomben. Die rüste ich jetzt mal aus. Das ist eine ganz gute Stelle jetzt. Dafür. Eins. Zwei. Drei. Und vier. Und es wird unheimlicher. Und noch dunkler. Und feuchter. Dem Abgrund, liebe Leute. Wir nähern uns dem Abgrund. Man hört schon förmlich das Böse. Und ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, um hier den Part zu beenden. Dann geht es morgen genau an der Stelle weiter. Und dann werden wir den Rest hier erkunden und vielleicht uns ja, einem gewaltigen Bossgegner noch stellen morgen. Mal schauen, wie lange wir für den Rest hier brauchen. Ich sage danke fürs Zusehen und wenn es dir gefallen hat, lass gerne einen Daumen da oder ein Abo, wenn du kein Video verpassen möchtest. Auch die Glocke anklicken, dann kommst du direkt Bescheid. Bis dahin und ciao.